Ja, aber ich sehe schon. Ich sehe schon. Mal, was hat er gesagt? Ostflügel? Ostbrücke, ja. Das heißt, die beiden Räume im Osten. Einmal hier muss ich das richtig einstellen und dort hinten mit den Säcken muss ich richtig einstellen. Wahrscheinlich muss ich das einfach nur bei den gegenüberliegenden Räumen spiegeln. Leuchtender Gegenstand, wenn da mal nicht Kiesel vorbeikommt. Als ich den ersten Teil des Bohrers aufgehoben habe, ist er auch gekommen. Ist doch nicht wirklich etwas, um sich zu verstecken. Ah, hierfür brauche ich die Rohre. Muss ich das einfach nur nachmachen? Ja, viel Spaß schicken, ne? Flatsch. 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 Eigentlich die Möglichkeit, hier drin Licht anzumachen. Das Licht aus, oder wie? Wer ist denn mit was verbunden? Muss ich das jetzt spiegeln oder spiegelverkehrt? Wenn ich das spiegel, ist das Ding hier. Aber wenn ich das genau auf die Seite übertrage, dann wäre das hier. Das von alleine ein oder? Ah, okay. Heißt das aber auch? Nicht mehr rausnehmen. Also einfach nur spiegeln. Einfach nur spiegeln. Nicht runter. Steckt fest. Also ist die Seite hier, die westliche Seite, wirklich nur, um mir anzuzeigen, du musst das so und so. Sachen so einstellen. Ja. Ist das eigentlich ganz unten oder nicht ganz unten, ist die Frage. Ist das in der Mitte?
Ja. Ich lasse das erstmal noch liegen. Daniel? Is that you? What are you doing? Ich repariere. Hölzerne Kurbel. Warum kriege ich eine hölzerne Kurbel? Wäre das kaputt gegangen? Die Frage ist, wie stelle ich das jetzt richtig ein? Gibt es hierfür irgendeinen Indikator? Wahrscheinlich nicht. Eine Kurbel für eine Maschine. Ja, you don't say. You don't say, Captain Obvious. Warum ist die Tür eigentlich wieder zugegangen? Warte, wenn das gespiegelt ist. Wenn das einfach nur gespiegelt ist. Ist doch auf dem Rohr. Ja, das muss schon mal in die Höhe des Rohres hängen. Kann ich das drehen und gucken? Boah, schon sagen, oder? Schicken. Ich hab Angst, dass Kühe wieder kommen. Du bist mein Gesichthöhe. Oder drehe ich das in die falsche Richtung? In die falsche Richtung gedreht. Lass mich doch. Noch mal wieder? Nein, das ist zu hoch. Mich in die richtige Richtung drehen. Oder ist das schon richtig? Das muss eigentlich noch ein bisschen höher. Nee, so geht es jetzt tief. Die sind ja alle so eingestellt. Ist das doch richtig? Hast du jetzt dich jetzt in die richtige Position begeben? Okay. Jetzt, Sesam! Senke dich! Ah, oh, ich hab Dinge repariert! Ganz runter. Die Brücke ist stecken geblieben und muss angehoben werden, um wieder freizukommen. Was?
angehoben? Alles gleich, oder? Steht fest. Steht fest. Lässt sich zwar drehen, aber steckt trotzdem fest, oder? Muss ich das benutzen? Das auch noch. Oder brauche ich hier wirklich die Kurbel für? Nee. Memento? Soll erstmal die Kanalisation betreten. Beziehungsweise Wasser ablassen. Wasser lassen, Wasser lassen. Können die Markise fragen, ob er das ganze Wasser austrinken möchte? Ventile stecken auf jeden Fall fest. Stecken die Hebel auch fest? Ja. Das kann ich auch nicht mal rausziehen. Vielleicht brauche ich mehr Öl. Gib mir Öl. Kletter die Leiter runter. Leiter des Todes. Kann ich eigentlich? Ja. Muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Oder ist das Wasser, das da rauskommt? Ist das Wasser? Es ist Wasser, Chicken. Vielleicht musst du einfach nur da drauf springen. Muss natürlich auch Kiesel fragen, ob er da drauf springt. Kommt die Brücke auch runter? Ey, jetzt sei mal nicht so frech zu ihm, ne? Sonst basht er dich wieder weg. Oder wir müssen erstmal in die Zisterne. Kann natürlich auch sein. Wir nehmen einfach die Brücke und schieben sie auf die andere Seite. Ja, drehen wir einfach mal das Gebäude. Wir
bestimmt nicht irgendwelche Mühen kosten. Das ist nur ein Stein, oder? Habe ich eigentlich unter der Dingsbrücke schon mal geguckt? Schick, das ist keine Brücke. Ach, das ist wieder dumm. Ich dachte, du wolltest nicht mehr irgendwo runterspringen. Ach, er kennt mich doch. Ich bin dumm. Wie lange habe ich jetzt eigentlich schon aufgenommen? Keine Ahnung. Einige Schnittwunden und blauen Flecke. Weil du so dumm bist, Hühnchen. Vielleicht werde ich ja wieder geheilt, wenn ich das Spiel ausmache und wieder anmache. Ja, wie sagen Sie, bis zur nächsten Aufnahme ist das Spiel mal kein freie Nacht, wenn wir in die Zisterne gehen und gucken, ob Chickens körperlicher Zustand sich durch ein Wunder erhält. Ja. Erhält? Nein, wiederherstellt. Warum auch immer der sich wiederherstellen sollte. Keine Ahnung. Ich meine, vor... Was? Vor zwei Sessions? Auf jeden Fall, wo ich die Session beendet habe, bevor wir in den Maschinenraum gegangen sind, da hatte ich ja einen geistigen Zustand von Punkt, Punkt, Punkt nur. Und als dann die Session kam, wo wir in den Maschinenraum gegangen sind, um den Aufzug zu reparieren, hatte ich das nur Kopf dröhnt? Oder Kopf dröhnt und Hände zittern? Der hat sich auf jeden Fall ein bisschen wiederhergestellt. Keine Ahnung. Und wenn nicht, muss Chicken Heiltrank saufen. Wenn wir dann in die Zisterne reingehen. Am besten davor. Ja, nicht, dass Kiesel mich nochmal wegbasht. Ah, das war so dumm. Ja, nur weil du den Stuhl nach ihm geworfen hast. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Keine Ahnung, ich war halt bescheuert. Ich tue gern bescheuerte Dinge. Naja, nächste Session wird wahrscheinlich genauso bescheuert. Also dann, ciao.